Herzlich willkommen beim Motorradmagazin, heute mit sehr interessanten, spannenden News. Buell ist zurück, kommt zurück. Wie das gelingen soll und mit welchen Modellen, das erfahrt ihr gleich. Willkommen zurück. Ein kleiner Rückblick auf die letzten Tage. Ich war in Barcelona ganze 6 Tage, weil zufälligerweise 2 Tests hintereinander dort stattfanden. Der erste war der Yamaha MT-09 und der zweite Husqvarna Swartpilen 125. Die erste wurde stärker, leichter, die zweite relativ schwach und verhältnismäßig schwer, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Wir sind dort auf Flat Track gefahren, und zwar auf Rocco's Ranch. Dort fahren auch die MotoGP-Profis. Das ist genau neben der Rennstrecke von Catalunya. Also echt spannend. Das Video oder die Videos dazu findet ihr natürlich jetzt auf dem YouTube-Kanal und ausführlichere Testberichte dann im kommenden Heft. Hier steht noch das aktuelle, das bald alte, aber keine Sorge, wer es versäumt hat, kann das auch nachbestellen, könnt das Heft natürlich abonnieren und ihr könnt es euch bequem online lesen. Jetzt aber zu Buell. Ihr seht, ich habe ein T-Shirt an, das ich noch nie anhatte. Da hängen mir eh schon die Tags runter. Das ist noch so quasi fast original verpackt. Hüte ich natürlich wie meinen Augapfel. Ist zwar ein bisschen ein schwitziges Material, aber schaut ganz lässig aus. Buell, ja, leider 2009 sozusagen endgültig pleite gegangen, wenn man so will, gegründet von Eric Buell, so einem 1000-Sasser 1983. 10 Jahre später ist dann Harley eingestiegen mit 49% und 2003 haben sie die Firma quasi übernommen. Das ist auch der Grund, warum ihnen jetzt nach der Pleite der Markenname noch gehört. Eric Buell ist nämlich jetzt in diesen Neustart nicht mehr eingebunden, der macht seine eigenen Sachen. Er hat ja dazwischen auch Eric Buell Racing gegründet. Auch das, glaube ich, im Endeffekt leider eine Nullnummer, nicht der beste Geschäftsmann, aber ein sehr kreativer Kopf, ein sehr mutiger, der nie Kompromisse eingegangen ist. Er hat ja auch so Konzepte entwickelt, wie den Tank im Rahmen zu integrieren oder die, wie heißen die jetzt, peripheren Bremsen. Das heißt 375er Scheiben waren das, glaube ich, eigentlich keine Scheiben, sondern Ringe, die hier an der Felge quasi so quasi außen montiert wurden und extreme Bremskraft hatten. Und das Ganze war auch dann nie so ganz schön harmonisch. Das war nie linear, sondern das hat richtig zugebissen, und das Ganze verknüpft mit den kurzen Radständen der Buells war schwierig zu fahren, sagen wir mal vorsichtig. Die letzten Modelle, die ich gefahren bin, das war die 1125R, 1125CR. Das eine war so ein versuchter Supersportler, das andere ein Naked Bike. Extreme Optik, noch extremer eigentlich als die Suzuki B-King, wer sie noch kennt. Allerdings schwächer als die B-King, 146 PS leistete der V2, glaube ich. Das war schon ganz ordentlich, weil die anderen Buell-Modelle, wie ich finde, etwas zu schwach waren. Wir haben in Deutschland einmal die XB12, XB8 getestet. Die 8er war für mich zumindest kaum zu wheelen. Die 12er auch nicht wirklich leicht, die luftgekühlten Motoren, die haben sich auch noch richtig bewegt. Das war echt schwierig, und da haben wir so einen Stuntkurs besucht, was natürlich ein Selbstmordkommando war. Der erste ist gestürzt nach, keine Ahnung, 10 Minuten, das Motorrad aufs Knie, dann war der Kurs vorbei. Also das war so ein bisschen eine Chaotentruppe. Der Neustart soll natürlich jetzt etwas sortierter und hoffentlich auch langfristig erfolgreicher gelingen, und zwar mit der Hilfe von Bill Melvin, ein Fan der Marke, ein Investor, der hier jetzt mit einem Sport- und einem Naked Bike starten will, angetrieben von einem 1190er V2.
bin gespannt, wie die jetzt dann die Euronorm und so treffen. Aber die werden den schon ordentlich weiterentwickeln. Und das Spannendste vielleicht sogar, und davon haben wir auch die ersten Fotos, ist eine Reise-Enduro, die sage und schreibe 185 PS leisten soll. Und auch wenn das Modell erst 2023 rauskommen soll, wird zumindest jetzt angepeilt, dann wird sie wohl auch wahrscheinlich dann in 2 Jahren noch die stärkste sein, weil wir haben ja gesehen, die Super Adventure, die wir auch getestet haben von KTM, blieb bei ihren 160 PS. Ducati hat jetzt mit dem Gran Turismo V4 170 PS angegeben, sagen wir es vorerst einmal so. Wir haben die Motorräder noch nicht am Prüfstand gehabt. Und ich glaube nicht, dass in 2 Jahren irgendeine andere Marke ihr Modell so aufrüstet oder vielleicht ein neues entwickelt, dass das dann in die Nähe von 180 PS oder mehr kommt. Ich glaube es nicht, dass das jetzt noch weitergeht bei den Reise-Enduros. Ich meine auch tatsächlich nicht notwendig. Und Buell will hier vielleicht auch für Aufmerksamkeit sorgen und deswegen hat man diesen Wert rausgegeben. Die Fotos schauen jetzt einmal so aus, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Motorrad mit 185 PS zurechtkommt. Aber das ist irgendwie die Eigenheit vom Buell. Wie gesagt, Radstand extrem kurz, jetzt nicht, also bis auf die L25er, die waren wirklich schon wirklich stark. Nicht zu viel Leistung, aber dann doch fast zu viel für das Fahrwerk. Und eine Reise-Enduro gab es ja schon von Buell, die, sagen wir mal, berüchtigte Ulysses. Und die war teilweise annähernd unfahrbar. Das war echt ein Wahnsinn damals. Also unglaublich, wie sich dieses Motorrad noch bewegt hat. Ich müsste ja fast nochmal fahren. Ich freue mich immer, wenn ich so alte S1 Lightning sehe. So, da gibt es großartige Umbauten, die immer wieder auftauchen. Aber die Ulysses ist mir seither nicht mehr unter die Augen gekommen. Das hat vielleicht einen Grund. Also da hoffe ich nicht, dass man dort anknüpft. Da wird man sich hoffentlich nicht an der eigenen Geschichte orientieren, sondern ganz neu ansetzen, ja, Tabula rasa machen und neu anfangen, weil ja, sonst wird auch das ein schlechter Start. Wie gesagt, jetzt ist einmal, steht wahrscheinlich die Aufmerksamkeit im Vordergrund. Das Motorrad sieht eher nach Lego aus, schaut stark, ja, Scrambler-lastig, fetter Vorderreifen, stark profilierte Reifen. Es sieht auch sehr bullig aus, eigentlich auch sehr niedrig. Ist vielleicht heutzutage nicht mehr so das Problem. Eine Super Adventure hat zwar auch 200 mm Federweg, aber eigentlich, also die S-Version ist zumindest eine reine Straßenversion. Also das Ding würde ich nicht mehr in den Offroad entführen, dafür gibt es ja die R zum Beispiel. Also eine Reise-Enduro mit weniger Federweg wäre heute, glaube ich, nicht mehr so das große Thema. Sind eigentlich die modernen Sporttourer und vielleicht ist auch das der Ansatz jetzt von Buell. Und ich glaube, man wird sich jetzt auch anschauen, wie erfolgreich die Pan America von Harley ist, ob sich die am Markt etablieren kann, auch mit einem eigenen, zumindest optischen Konzept. Gefahren sind wir sie noch nicht. Ob es da jetzt in nächster Zeit einen Test geben wird, weiß ich nicht. Auch noch in der Schwebe steht momentan übrigens Yamaha Tracer 900. Und das zweite ist die Monster. Da gibt es auch dauernd Gerüchte, ob das jetzt in Italien stattfindet, was für uns schlecht wäre, weil, glaube ich, Österreicher momentan nicht wirklich erwünscht sind in Italien. Und bei der Harley wird es wohl auch so sein, dass wir die erst dann hier im Lande fahren werden können. Und das wird sich, glaube ich, Buell ziemlich genau anschauen. Vielleicht hat es Harley hier noch ein bisschen schwerer, weil wenn Buell sozusagen wieder aufersteht und sich hier neu erfindet, haben sie es vielleicht sogar leichter als Harley aus dieser Cruiser-Chopper-Ecke. Aber das sind alles Fragen, die die Zukunft beantworten wird und nicht wir in der Gegenwart. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich natürlich immer, wenn eine neue Marke auftaucht. In dem Fall ist es eine alte, neue Marke. Aber die ist so legendär, dass es mich gewundert hätte, wenn sie nicht irgendwann einmal zurückkehrt. Und das ist jetzt dann hoffentlich der Fall. Hoffen wir, dass nicht die Pandemie noch länger anhält und diesem Projekt dann vielleicht
bevor es noch entstanden ist, den Garaus ausmacht oder es vielleicht noch länger verzögert. Ich würde das gerne sehen, was die da auf die Räder stellen und ihr vielleicht auch. Wenn nicht, dann schenkt mir vielleicht trotzdem einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal, zum Heft habe ich schon alles gesagt, kann man abonnieren, kann man aber auch online lesen und man kann alte Ausgaben nachbestellen. Vielleicht lesen wir nächstes Jahr schon mehr darüber zur neuen Buell Reiseenduro. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.